kann nicht mehr ruhig bleiben! Hallo? Es ist krass. Ich hätte nicht gedacht, dass auch hier wieder die nächste Location wieder so spannend wird. Geil. Also hier scheint ein nacktes Fotoshooting gemacht worden zu sein mit der Dame. Ich habe hier reingeleuchtet und ihr könnt es schon erahnen. Und ich mache hier diese Tür auf. Ey, ihr werdet es nicht glauben. Was denn da los mit dir? Hey, war ich doch tot, Mensch! Ich meine, dieser Leon, ey, der ist so aggressiv beim Autofahren, ey. Fahr doch da vorne! Immer so aggressiv ist der! Wie kann man, warum kann man nicht mal ruhig bleiben? Verstehe ich nicht. Verstehe auch nicht, wie man immer so ausrasten kann beim Autofahren, ey, wirklich. Nee, also, stehst du auch nicht, ne? Nee. Also, es gibt immer so aggressive Autofahrer, nee. Also, ich bin immer die Ruhe in Person, ne? Es gibt aber auch, ne, die ganz hübschen. Ne? Gibt's auch. Wo man fast schon unverbaut, weil man, ne? Gibt's auch, klar, die gibt's immer. Ne? Gibt's auch, die gibt's auch, die ganz hübschen. Muss man erst mal sehen. Und dann gibt es noch die mit den Riesenöschis. Mit den Riesendingern. Ja? Den sieht man es direkt an. Keine Ahnung, wen ich meine. Ey Leute, ohne Scheiß jetzt, ne? Ich kann jedem von euch nur empfehlen, ne? Wenn ihr Lost Places liebt und gerne zu Lost Places fahrt, fahrt nach Belgien. Es lohnt sich wirklich. Wir fahren hier durch, wir haben teilweise das Gefühl, das ist eine komplette Ghost Town, weil es hier teilweise mehr Lost Places gibt als normale Orte. Wir halten natürlich nicht überall an, weil es einfach zeitlich gar nicht hinhauen würde. Definitiv Belgien mitnehmen. Fahr doch da vorne, Mann! Genau, die Ruhe ist auch immer ganz wichtig, dass man die beibehält, ne? Schön, dass du auch ein Typ dafür bist, Taco. Ich bin immer die Ruhe in Person. Ich bin ein total geerdeter Mensch. Ich reg mich nie über irgendwas auf. Als wäre ich als Kind in so einem Kanal. Fahr doch, Junge! Ich wollte gerade sagen, so als wäre ich als Kind irgendwie in so ein Cannabis-Fass gefallen oder so. So wie Obelix in den Zaubertrank, wisst ihr? So, ich bin einfach immer so entspannt und so ruhig. Aber wenn ich sowas da vorne sehe, dann könnte ich schon wieder kotzen! Dann könnte ich schon wieder kotzen! Danke! Was man vielleicht gar nicht so weiß, wenn man hier die Vlogs guckt und so, wir haben ja immer die Werbung hinten drauf, so, ne? Und ich will gar nicht wissen, was die Leute teilweise denken, wenn wir die hier unnötig anbrüllen und dann da hinten dick draufsteht Leon TV on YouTube. Ja, jetzt weiß ich, wo die Hate-Kommentare herkommen. Ganz liebe Grüße gehen raus, falls wir euch im Straßenverkehr über den Weg gefahren sind, umgefahren haben. Und es riecht auch schon wieder irgendwie leicht nach Hundekot hier im Auto, muss ich sagen. Es geht, glaube ich, auf meine Kappe. Man sagt ja, das bringt Glück. Das ist so das, was mich ein bisschen motiviert hält, weil ich einfach jedes Mal ein Stück Scheiße trete. Grüße gehen raus auch an alle Hundebesitzer. Ich weiß nicht, warum ihr immer genau da eure Hunde hin AA machen lassen müsst, wo ich hinlaufe. Also. Ja, ich sage ja auch immer so, Positives zieht Positives an, ne? Ja, vielleicht ist es mit Scheiße einfach auch so. Genau, mein Fuß zieht das an, meine Schuhe. Das ist mittlerweile ein Insider, dass ich die Katakombenfüße an meinen Beinen habe. Ja, dass die immer stinken. Teilweise, wenn ich Zuschauerpakete kriege, Grüße gehen raus an den guten Mr. Tobran. Den habe ich da Fußdeo und alles drin. Deswegen kein Wunder, dass selbst wenn ich Schuhe anhab, ich immer in Scheiße treten muss. Einfach, weil es da unten in meinem Bereich immer stinken muss. Tut mir leid, du bist der Beifahrer. Hier ist wirklich ein unangenehmer Geruch im Auto. Kein Spaß jetzt. Es ist wirklich, es riecht nach Kacke. Ich glaube, ich bin schon wieder... Es kann nicht wahr sein, wirklich. Ich brauche demnächst, brauche ich im Zuschauerpaket neue Schuhe. Aber gut, dass ich den Taco dabei habe. Der leckt sowas auch gerne mal sauber. Oh, ja, sorry. Die Kamera lief ja noch. Ups. Egal, schneiden wir raus für Kanalmitglieder. Die freuen sich doch bei so Aufnahmen. Oh, so Freunde, wir sind mitten irgendwo auf dem Land, hier ist eine große Straße und da neben dieser Straße soll sich ein sehr, sehr spannender Ort befinden. Ihr seht, es hat leicht angefangen zu nieseln, wird auch langsam dunkel, das heißt, es ist eine sehr, sehr, ja, mystische Atmosphäre, würde ich fast sagen. Und ich bin sehr gespannt, was uns jetzt beim nächsten Ort erwartet, der soll nämlich ziemlich spannend sein. Ich weiß gar nicht, ey, das sieht ein bisschen wrong aus, da hinten steht auch ein Auto. Ich würde eher mal in die Richtung laufen und mir das Gebäude da hinten ansehen, ich glaube, das ist es nämlich. Ja, Leute, ich glaube, wir müssen darüber. Schauen wir mal. Oh ja,
Fuck. Boah. Man muss einfach die Luft anhalten, um da durchzukommen, wa? Oha. Das sieht richtig aus. Altes, verlassenes Auto, was hier schon steht. Das muss es sein, ne? Schauen wir mal. Oh ja. Hallo? Boah, Geruch. Riecht übel nach Lost Place. Zig Sachen, die hier rumliegen. Wir sind richtig. Hier direkt das alte Kleid von der Urgroßmutter. Uiuiui. Ui, ui. Taco? Ja? Taco? Es ist echt, es ist krass. Ist es krass? Ja, es ist krass. Es ist wirklich krass. Guckt euch das mal an, Leute. Man kommt rein und wird direkt begrüßt von diesem uralten Vintage-Bild. Also man wird direkt erschlagen mit ganz, ganz vielen alten Sachen, die hier rumstehen. Alte Schuhe, die da noch stehen. Und guckt euch das mal an, diese elektronische Orgel, die hier steht. Würde die noch funktionieren, ne? Das ist ein richtig schönes Teil, was hier steht. Richtig, richtig schönes Teil. Da würde ich jetzt unendlich gerne drauf spielen. Oh Leute, das ist gerade echt krass. Also ich hätte nicht gedacht, dass auch hier wieder die nächste Location wieder so spannend wird. Geil! Hier sieht man alte private Fotos, einen alten Herrn in seinem Stuhl und eine Frau mit zwei Schäferhunden. Hier Unterwäsche, da möchte ich gar nicht so viel reingucken, irgendwie none of my business, ehrlicherweise. Ja, das ist schon krass und hier ist dieser typische, übelste Lost Place Geruch drin, ne? Ich frag mich auch, was das hier ist. Das sieht aus wie so uralte Cola oder so. Mich interessiert ja fast schon, das mal aufzuschrauben und mal zu riechen. Na komm, wo wären wir denn hier? Würden wir nicht sowas auch ausprobieren? Ich mach's einfach mal auf. Oh Gott, ich hab Angst. Boah, ich hab wirklich Angst. Ja, ich glaube, es könnte mal Cola gewesen sein, aber es riecht nicht mehr nach Cola, es riecht nach Gift und unbeschreiblich. Es hat so einen ganz, ganz bitteren Geruch irgendwie, als würde man in sowas ganz Bitteres reinbeißen. Hier am Verschluss zu urteilen, glaube ich, dass es auch tatsächlich mal eine Cola gewesen ist, vor 50 Jahren oder so. Hier ist zwar durchwühlt, aber es ist nichts richtig kaputtgeschlagen. Ihr seht, auch das hier ist noch alles intakt, ne? Sehr, sehr krass mal wieder. Es hat schon was Gruseliges, die Location, ne? Auch wenn dann, ich hasse das auch irgendwie, wenn dann so alte Anziehsachen da noch hängen, so, dann stellt man sich vor, wie die Menschen darin vielleicht mal ausgesehen haben, ne? Hier könnte ich mir vorstellen, ist noch ein Keller? Nee, Toilette tatsächlich. Uah. Also damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. So wenig Vandalismus. Guck mal hier, die alten Weinflaschen. Da ist sogar wirklich, man könnte sich die hier in die Pinnchen schütten und trinken. Sag ich euch ehrlich. Guckt, da ist Wein drin. Da ist einfach noch Wein drin. Sieht man das? Wie heftig ist das? Und der hier, ungeöffnet. Ungeöffnet einfach. Alter, nur in so einem richtig alten Vintage-Stil. Geisteskrank. Hier Schachfiguren, so wie es aussieht. Ein richtiger Schachtisch. Ich zieh mal hier den Vorhang ein Stückchen zu, weil die große Straße da natürlich ist. Und wir hier schon ordentlich leuchten. Ja, bisschen besser. Nein, das ist ein Schaukelstuhl. Wenn das Ding sich gleich von alleine irgendwie bewegen sollte, ne, dann bin ich komplett raus. Jetzt muss ich aber einmal den Sitztest machen. Es sieht echt gemütlich aus. Oh, das ist echt geil. Oh, das ist echt geil, dieses Wippen. Es ist schon gemütlich, muss ich sagen. Vielleicht sollte ich mir auch einen Schaukelstuhl zulegen. Aber ich glaube, dann hätte ich zu sehr Angst, dass der immer von alleine sich anfängt zu bewegen. Das ist irgendwie ein bisschen zu gruselig. Boah, aber der ist echt gemütlich. So, beweg dich bitte nicht mehr. Danke. So, und das ist doch mal ein idealer Spiegel, um die Bloody Mary zu beschwören. Alter, nein, aber wirklich, das ist schon unheimlich hier. Krass, man hat irgendwie auch das Gefühl, so nicht alleine zu sein. Wie selbst das Geschirr hier noch teilweise geordnet drin hängt. Nee, hier ist eine alte Massage-Gun. Guckt euch das mal an. Kennt ihr das so von Influencern oder so? Diese Massagepistole, das ist das von früher, Leute. Dann steckt man den Aufsatz hier drauf, ja, und dann geht's los. Dann kann man sich da schön mit massieren. Ich glaube, da sollte ich mal den Taco fragen, ob wir uns das nicht für heute Abend im Auto mitnehmen sollten. Auch ganz viel Hundefutter hier. Ein relativ gruseliger Spiegel, aber es liegt vielleicht daran, dass ich Spiegel generell immer gruselig finde. Auch noch mit einer Brille vorne. Alter, BH und sowas. Taco, guckst du dir die BHs da an? Ja, ja. Aha. Leute, das werdet ihr jetzt nicht glauben. Ich habe einfach von 1950 hier ein Tagebuch gefunden. Ich werde im Leben nicht entziffern können, was da drin steht. Ihr könnt gerne mal für die Freaks unter euch pausieren.
Und vielleicht einfach mal so in die Kommentare schreiben, was jetzt zum Beispiel auf diesen Seiten hier steht, wenn ihr Französisch sprecht. Das wäre so interessant. Oh, das scheint ein relativ aktuelles Bild hier zu sein von der Familie. Also ganz crazy, die Location, ganz crazy. Schauen wir mal hier weiter, hier wird wahrscheinlich die Küche gewesen sein. Was? Küche mit Dusche drin? Hä? Also die Küche ist wirklich eklig, ihr seht, da will ich gar nicht langlaufen, das will ich gar nicht unter den Schuhen haben. Da könnte ich schon wieder kotzen! Oh nein, hier ist wirklich noch ein Keller. Ey, das glaubst du nicht. Alter, super, super. Nein, nein. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Wie gruselig ist ein bisschen dieser Abstieg in den Keller. Da muss ich 100% gleich mit Taco runter. Alleine werde ich das auf jeden Fall nicht machen. Alleine schon wegen der Absturzgefahr. Aber in der Zeit können wir auf jeden Fall auch nochmal gerne gucken, was sich hier im oberen Stockwerk befindet. Hier ist auch noch so ein alter Urbex-Rucksack, so sieht das fast schon aus. Guckt euch das mal an. Richtiges Outdoor-Ding. Wagen wir mal einen Blick in den oberen Bereich. Schon einige Sachen hier auf der Treppe verstreut. Alte Kassetten, die ich auch noch aus meiner Kindheit kenne. Auch wenn ich echt ein bisschen Angst habe. Zumal man hier die ein oder andere Sache echt schon als Waffe nehmen könnte, ne? Guckt euch das mal an. Ach du Scheiße. Weg damit. Keine Waffen. Hier wird, glaube ich, auch niemand mehr sein. Das würde mich stark verwundern. Trotzdem, hallo? Ist hier jemand? Wir wollen uns den Ort hier nur angucken. Ja, man kann nicht sicher genug sein, ne, wenn sich jetzt wirklich jemand verbunkert hat oder so und es erstmal vielleicht nicht zuordnen kann, fremde Stimmen hört. Und hier muss ich echt ein bisschen mit dem Leuchten aufpassen, weil ihr seht, da ist direkt die Straße. Ein zersplitterter Spiegel, wo wahrscheinlich schon einmal die Bloody Mary erschienen ist. Ja, ist schon krass. Hier wird wahrscheinlich mal so eine Art Wohnzimmer gewesen sein im oberen Bereich. Ey, das... Ach du Scheiße. Ah, hier war dann wahrscheinlich ein richtiges Badezimmer. Oh, das ist, finde ich, mal krass zu sehen, wenn man dann vor allen Dingen wie hier dann noch alte Zahnbürsten sieht, die noch da drin sind und so. Großes Stück Seife, die würde ich hier ungern fallen lassen. Besonders nicht, wenn ich mit dem Taco unterwegs bin. Eieiei. Die Witze, die nehmen langsam Überhand. Okay, aber wir schauen uns jetzt nochmal die anderen Räume an. Guck mal, das gute Wolfgangsmesser. Das gute Wolfgangsmesser. Die Used Edition. Oh nein. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Alter, hier ist noch alles zurückgelassen. Das sieht schon so ein bisschen aus wie so eine Jacke von irgendjemand, der vielleicht eine höhere Stellung in der Politik oder Armee hatte oder so. Irgendein Offizier. Auch dieser Bilder zu urteilen, das werden wahrscheinlich mal die Menschen, die hier lebten, in etwas jünger gewesen sein, ne? Wenn ich mich nicht ganz irre, sind das die beiden, die wir auch unten gesehen haben. Sehen sich auf jeden Fall ähnlich, da auch wieder die Dame mit den zwei Schäferhunden, das würde auch zu dem Hundefutter passen. So langsam reiht sich alles zusammen. Hier hat wahrscheinlich mal der Herr, dessen Büro hier war, gelebt. Zusammen mit seiner Frau, mit zwei Schäferhunden. Hier auch noch vielleicht ein Bild von den beiden, als sie schon ein bisschen älter waren. Es sieht fast schon richtig adelig aus. Vielleicht scheinen die irgendeine Vergangenheit in der NATO gehabt zu haben. NATO Oten mit einem riesigen Flugzeug im Hintergrund. Hier steht was. NATO AEW and Program Management Agency. Also anscheinend Teil von der NATO. Hier ist nämlich eine richtig krasse Auszeichnung, wie ihr vielleicht sehen könnt. Das ist so quasi, wahrscheinlich könnt ihr euch vorstellen, wie mein YouTube-Play-Button, der jetzt vor kurzem kam. Ey, super krass, ne? Und schade, dass das hier noch so einfach rumliegt. Ich hoffe, dass ich mit diesem Video auf jeden Fall noch einen kleinen Hauch von Leben in dieses Haus pusten kann und ach, ich habe da immer riesengroßen Respekt vor, sowas zu sehen und zu finden und finde es einfach schade, wie das hier einfach rumsteht und sich niemand mehr wirklich drum schert, außer vielleicht wir, die hier mit der Kamera reinlaufen und sich die Sachen interessiert ansehen. Wenn man sich jetzt vorstellt, das ist quasi wie mein Mysteries-Studio, wo ich jeden Tag so viel Zeit verbringe und so hat dieser gute Herr, den man hier wahrscheinlich auf dem Bild sieht, auch viele, viele Stunden verbracht. Hier wieder, ne? Wenn es irgendwelche Leute gibt, die sowas übersetzen können, schreibt es gerne in die Kommentare. Mich würde es so interessieren. Ich frage mich einfach, was passiert ist mit den Menschen hier? Was ist mit denen passiert? Auch dieses Buch hier, das muss ich jetzt einmal rausholen. Ich stelle es gleich wieder hin. Aber das sieht aus, als wären es irgendwie aus Zeiten ist. Unfassbar.
Nein, oder? Nein. Seht ihr das? 1838. Wir haben hier gerade ein Buch vor uns liegen. Ich habe sowas schon geahnt. Als ich das Buch gesehen habe und das Alter von diesem Buch gesehen habe, ich habe es geahnt. Aber dass es so alt ist, hätte ich nicht gedacht. Scheint irgendwie eine Art Wörterbuch zu sein, glaube ich. Schwer zu identifizieren, ist auch alles auf Französisch, deswegen ich habe keine Ahnung. Griechisch-französisches Wörterbuch wahrscheinlich. Von 1838. 1946. Alte Plakate, die hier noch liegen. Also hier scheint ein nacktes Fotoshooting gemacht worden zu sein mit der Dame, die man auch auf vielen anderen Bildern sieht. Eieiei. Das ist ja, also ich muss zugeben, ich könnte jetzt aufhören, da reinzugucken. So, irgendwie interessiert es mich ja schon doch, weil das sind halt so Bilder aus den 60ern oder so, die so pornografischen Inhalt haben, sag ich jetzt einfach mal. Alter, das habe ich noch nie gesehen im Lost Place. Gerade aus dieser Zeit so, das ist so krass. Das sind so richtige Playboy-Bilder, sag ich jetzt mal. Hier sind Kinderbilder, aber wenn man ein bisschen weiter blättert, da sind richtig freizügige, krasse Bilder von dieser Dame, wo es wahrscheinlich eine ewig lange Arbeit sein wird, diese alle zu zensieren, wenn ich hier so durchblätter. Also sehr hübsche Dame auch, muss man ehrlich sagen. Also wirklich sehr, sehr hübsche Frau. Und hübsche Bilder. Nicht verkehrt auf jeden Fall. Ja. Krass, das habe ich echt so noch nie gesehen, sowas. Also Taco, hier ist nochmal ein richtiges Highlight. Wo ich gerade rauskomme, da wirst du mit offenem Mund drinstehen. Ja. 100 pro, ja. Und der letzte Raum oben, eine halbe Brillensammlung fast schon. Und die Kekse, Alter, die kenne ich noch von meiner Oma, die hatte ich auch. Und die hat da auch immer dann Sachen drin gelagert. Wer kennt's? Wirklich, Grüße gehen raus an alle Omas. Die wirklich, ich kenne das so gut, genau diese Kekspackungen, die es früher gab. Hier sieht man auch schon eine Gehhilfe. Okay, ich würde sagen, jetzt schauen wir nochmal einen Blick auf den Dachboden. Schon eine gruselige Puppe hier auf dem Boden erwartet. Ich weiß gar nicht, ob ich da hoch möchte. Hallo? Das ist gruselig. Hier direkt so eine Matratze, die über mir liegt. Oh, das ist richtig gruselig. Alter. Auch da wieder eine Barbie-Puppe. Ich schwör's euch, jetzt habe ich zweimal sowas wie so eine Frauenstimme gehört. Kann sein, dass es von der Straße kam, aber es klang irgendwie creepy. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat auf der Kamera. Stellt mal vor, jetzt sitzt hier so eine alte Dame auf dem Dachboden. Und ganz, ganz, ganz viel Zeug. Da haben wir auch wieder den Outdoor-Rucksack. Hier ein Bild von einem Eiffelturm, wie man sehen kann. Und direkt hier daneben, ich weiß gar nicht, ob man es erkennt, irgendein Röntgenbild, aber da erkennt man leider gar nichts mehr drauf. Reisekoffer dürfen natürlich auch nicht fehlen. Gerade wenn er irgendeinen hohen Rang vielleicht auch in der NATO hatte, viel reisen musste. Oh, das ist so krass. Jetzt haben wir noch den Keller. Jetzt haben wir noch den Keller, wo wir noch reinkriechen müssen. Wer weiß, was da drin noch ist. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr sowas auch genauso feiert, wie ich es tue. Es macht so viel Spaß, das zu filmen und ja, einfach auf einen Roadtrip zu gehen, zusammen mit Taco. Wir haben so viel Spaß zusammen. Einfach geil. Ich kann mich einfach nicht oft genug bei euch bedanken. Vielen herzlichen Dank. Auch besonderen Dank an die ganzen Kanalmitglieder, die natürlich auch monatlichen Beitrag leisten. Immer auch natürlich die Uncut-Videos auch zum Beispiel von dieser Tour dann wieder bekommen. Aber dementsprechend auch ermöglichen, dass wir halt zu Orten, die sehr, sehr weit weg sind, fahren und dementsprechend auch teurere Touren finanzieren können. Ne? Also wirklich vielen, vielen lieben Dank dafür. Ihr glaubt gar nicht, wie dankbar ich dafür bin. Freunde, wir sind gerade im Wohnzimmer und haben noch mal eine Kleinigkeit herausgefunden. Hier liegen nämlich mehrere Unterlagen, die wir gerade mal in den Übersetzer geschmissen haben. So wie es aussieht, war hier irgendein Rechtsstreit zwischen einem Mann und einer Frau. Wer die jetzt genau waren, keine Ahnung, aber die Vorstellung, dass es eventuell der Mann und die Frau gewesen sein könnten, die wir auch auf den Bildern gesehen haben, dass sie vielleicht irgendwann einen Rechtsstreit gehabt haben, schon Kinder zusammen hatten, ist natürlich sehr, sehr traurig, aber auch nicht abwegig. Ne? Und wir wissen, wie die Realität manchmal aussieht und vielleicht auch dementsprechend dieser Lost Place hier, weil ein Erbstreit oder ähnliches entstanden ist. Also irgendwer hat hier mit irgendwem einen Rechtsstreit gehabt. Also es ist von Rechtsanwälten aus Paris hier, Briefe von Verteidigung und so weiter. Ganz, ganz viel. Würde man sich da jetzt tagelang durchwühlen, könnte man es vielleicht auch herausfinden. Aber
Das ist jetzt mal so einfach meine wilde Theorie, ne? Ab in den Keller. Ach du Scheiße, ey. Also safe ist es nicht. Aber es ist das Safeste, was geht. Alter, ich glaube, ohne Scheiß jetzt, Tatsache, hier war mal ein anderer Kelleraufgang nach vorne hin. Doch, guck da, mal, ne? Das sind nämlich Rehgipsplatten hier. Ja. Die haben hier komplett das nochmal neu reingemacht. Und hier also wären normalerweise gemacht. Die Kellertreppe da gewesen, wo jetzt die Toilette vorne ist. Ganz genau. Guck, ja. Hier siehst du nämlich noch diese Wendeltreppe, wie genau, die lang genau. Geht, nach da in die Richtung. Okay, ich glaube, Kamera kannst du mir jetzt geben. Alter, hier ist irgendwas runtergefallen. Boah, es ist echt widerlich. Gerade wenn man eine leichte Spinnphobie hat wie ich. Abstieg in die Unterwelt. Geht's noch mal so um die Ecke? Ich schau mal hier entlang. Alter, das ist ein richtiger Gruselkeller. Oh mein Gott. Boah, ich hab echt ein bisschen Angst vor Riesenspinnen hier. Man muss hier richtig gebückt laufen, da kommen auch Katakomben-Vibes ein bisschen auf. Hier stehe ich gerade auf einem alten Kinderspielzeug. Okay, hier in die Richtung geht's auch nicht weiter. Aber wir haben in den Keller reingeschaut, immerhin. Oh, raus, raus, raus. Ah. Erstmal duschen hier nach. Ach nee, wir sind ja auf Tour, hab ich vergessen. Eigentlich sollte das Video an dieser Stelle beendet sein. Doch dann haben wir das gefunden. Ich hatte gerade drüben schon das Outro gedreht. Wir dachten, wir sind durch. Und wir sind jetzt im Gebäude gegenüber, was ich euch zu Anfang gezeigt habe. Ich mache nochmal kurz hier die Glastür zu. Ich habe hier reingeleuchtet und ihr könnt es schon erahnen. Und ich mache hier diese Tür auf. Ey, ihr werdet es nicht glauben. Ich mache die Tür auf. Und ich denke mir nur so, heilige Makrele. Und ich drehe euch jetzt um und ich bin sprachlos. Ey, ich kann es gerade nicht glauben. Guckt euch das bitte an. Ach du heilige Scheiße. Guckt euch diese Möbel an. Diesen riesengroßen Kamin. Alter, ey, ich bin gerade so froh, dass wir es nochmal hier probiert haben, ne? Leute. Interessant ist, dass dieser Sensenmann, der war doch vorhin auch auf diesem einen Stuhl, ne? Ja. Okay. Da eine Puppe, die super gruselig aussieht, auf diesem Sessel. Was passiert hier gerade? Meinst du, das gehörte auch denen? Ja. Das ja, sieht ne? Vom Stil her genauso aus. Ja. Nur, dass hier nicht so viele Leute drin waren wie da drüben. Boah, wie so ein afrikanisches Getränk. Das sieht aus wie so ein... uralter Alkohol, der hier noch steht. Bücher, alles noch drin, ne? Guckt euch das an. Englischkurs, Englischlessons, Deko. Alles noch an Ort und Stelle da hinten. Ein Kreuz, was da steht. Hier eine Gehhilfe. Passt auch zu den Krücken, die wir drüben auf dem Dachboden gefunden haben. Schreibmaschine. Zeitung von 1911 oder sowas in die Richtung. Irgendein Magazin. Ey, mir geht's gerade durch den ganzen Körper. Wie mal zuvor, dass wir hier nochmal vorbeigeschaut haben. Ey, wirklich, ich dachte jetzt, das wäre Ende. Da sehe ich ein Blinken. Ja, da sehe ich ein Blinken. Hier läuft der Strom auf jeden Fall. Seht ihr das? Das Blinken? Da. Da war's. Bräuchte ich den Hubi, der mir genau erklärt, was es damit auf sich hat. Okay, ich gehe jetzt mal diese Wendeltreppe nach oben. Ach du Scheiße. Alter Taco, ey, hier oben, hier geht's super krass weiter. Hier so ein kleiner Kleintierkäfig. Wer weiß, was hier mal gehalten wurde. Alter. Das macht aber auch Sinn, weil guck mal, wenn der so ein oberer Offizier von der NATO war, dann hat er mehr Geld als für dieses Haus da mit Wohnzimmer und sonst was. Dann war das hier, wie du schon sagst, diese Männerhöhle. Boah. Okay, wir gucken mal, ob wir in den anderen Bereich nach oben kommen. Das klingt schon nicht mehr allzu gut. Oh, guckt euch alleine den Ofen an. Guckt euch das Bügeleisen hier an. Das ist einfach ein altes Bügeleisen. Das könnte in einem Museum stehen, so sieht das aus. Und sogar noch der Fernseher, nicht eingeschlagen. Oh, Alter, ich habe mich erst voll erschrocken. Guck mal, jetzt guckt Taco da durch. Geil. Vielleicht hatten die hier auch einen Gästebereich, ne, wo jeder für das Bett war, dann mit Schlafcouch. Was ist das denn für eine Tür? Ladies and Gentlemen, okay. Ist das ein Klo? Nee, jetzt ist doch weiter nach oben, oder? Alter Staubsauger. Oh mein. Okay, hier wird es gruselig. Hier wird es wirklich gruselig. Noch eine Puppe.
ein uraltes Bild von einem Herrn mit einem Xylophon. Warum müssen Lost Places, die gerade auch so eine gruselige Ausstrahlung haben, dann auch noch immer voll mit so uralten, gruseligen Puppen sein? Ich verstehe es nicht. Kein Spaß, hier sind auch wieder Tagebücher. Das ist von 1970, was da liegt, auch wieder vollgeschrieben. Guckt euch mal den an. Ach du Scheiße. Okay, das ist mal ein Vintage-Kinderwagen. Gerade ich weiß, wie es sich aus aktueller Lage anfühlt, einen Kinderwagen zu schieben, aber das ist kein Vergleich zu dem Ding hier. Guck mal, der lässt sich auch noch bewegen. Der ist noch in einem ja fast astreinen Zustand, bis auf ein bisschen Staub, ne? Oh, ist das gemütlich, ey. Guck mal, da merkt man die Qualität von den Dingern, oder? Ja. Guck mal, wie das... Ja gut, natürlich, die Federn sind alt. Bisschen durchgesessen. Aber es ist schon geisteskrank. Die waren mal bestimmt ultra gemütlich. Unsere Tour geht es natürlich weiter an dieser Stelle. Ich hoffe, auch euch hat es gefallen. Und es geht natürlich weiter für euch. Aber dann im nächsten Video. Schaut beim guten Tacos World vorbei, um alles aus seiner Sicht zu sehen. Auch sehr, sehr cooler Typ. Und sexy noch mit dazu. Kann ich nur zurückgeben. Komm, wir küssen uns bitte einmal vor Kamera. Freunde... Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das Krasseste, was ich hier erlebt habe. Sowas habe ich noch nie erlebt und sowas werden wir, glaube ich, auch nie wieder erleben. Vielleicht guckt euch mal diesen riesigen Fuchs hier an, den ausgestopften. Sieht für mich aus wie dieses Ding, womit man sich auf dem Hintern haut. Boah, geil. Komm, weiter. Oh, Alter, ist...